Ja, willkommen zu dieser Session Busting the Brussels Bubble. Und zwar will ich hier heute mit euch zusammen am besten diskutieren, wie im Moment die digitale Zivilgesellschaft TM in Brüssel so agiert, wo eventuell die Schwierigkeiten liegen und die Herausforderungen und was man so gemeinsam tun könnte, um effektiver Politik in der EU mitzugestalten. Ja, das will ich mit euch diskutieren und ich brauche auch eure Brains gleich später oder eure Erfahrungen. Und ich will das mit den Leuten hier neben mir diskutieren. Neben mir sitzen Julia R. aus Brüssel und Alex S. Julia R. sitzt im Moment im Europaparlament, einzige Piratin quasi. Und Alexander Sander ist Geschäftsführer vom Verein Digitale Gesellschaft und war vorher auch im Parlament und zwar als Assistent eines Abgeordneten und hat deswegen so beide Seiten kennengelernt. Mein Name ist Kirsten Fiedler, ich arbeite bei EDRI in Brüssel und unser Büro besteht aus 12 Leuten und ich würde sagen, bevor wir in die Diskussion gehen, will ich euch schnell erzählen, was EDRI überhaupt so ist, wie wir arbeiten und wo so derzeitig unsere Prioritäten liegen. Und danach können wir dann halt zusammen überlegen, wo so die Schwierigkeiten oder Herausforderungen liegen und dann kann man brainstormen, was man besser machen könnte. EDRI steht für European Digital Rights. Wir sind ein Dachverband für derzeit 35 Organisationen in 20 Ländern. Deutsche Mitglieder sind Digitale Gesellschaft, Digital Courage, der CCC, FIF, FITUC und auch Wikimedia jetzt. Und ja, zu unseren Mitgliedern zählen auch noch Privacy International, Open Rights Group und Access Now zum Beispiel. Und ja, also wir sind ein gemeinnütziger Verein und wir finanzieren uns zu 70% von Stiftungen und dazu kommen noch ein paar Unternehmensspenden, individuelle Spender und Mitgliedsbeiträge halt. Wie sieht EDRIs Struktur aus? Und zwar gibt es eine Vollversammlung einmal im Jahr. Dort kommen alle unsere Mitglieder hin, also die meisten zumindest, und die wählen dann den Vorstand. Der Vorstand beaufsichtigt das Brüsseler Büro und die Brüsseler Leute organisieren und koordinieren Arbeitsgruppen zu den digitalen oder zu den netzpolitischen Themen, die sich halt aus unseren Mitgliedern zusammensetzen dann. Wir beobachten legislative und auch nicht legislative Aktivitäten der Kommission, des Parlaments und des EU-Rats und wir informieren quasi regelmäßig unsere Mitglieder darüber, was so in Brüssel und in Straßburg passiert und fungieren daher als Filter und als Frühwarnsystem. Und wir werden aktiv, sobald digitale Grundrechte in Gefahr sind. Also diese Aktivität übersetzt sich dann darin, dass wir auf EU-Konsultationen antworten, dass wir Positionspapiere schreiben. Wir treffen uns sehr, sehr häufig mit Abgeordneten und Kommissionsleuten. Und ja, wir koordinieren auch mit ziemlich vielen anderen NGOs wie Greenpeace, Amnesty, Comunia und so weiter. Und dazu könnte man wahrscheinlich noch einen wichtigen Punkt hinzufügen. Wir schreiben auch sehr häufig selbst Änderungsanträge, um halt damit zu den Abgeordneten zu gehen und denen zu zeigen, hier, diese Änderungen müssen eigentlich gemacht werden in Gesetzestexten, damit diese Grundrechte respektieren. Dabei reden wir fast mit allen Fraktionen im Parlament und wir arbeiten halt sehr, sehr eng mit den Parlamentariern und den Mitarbeiterinnen zusammen. Und ja, so wie ich das gehört habe, genießen wir exzellente fachliche Reputation, einfach aus dem Grund, weil wir das schon mehrere Jahre machen. Und noch eine Sache, wir bringen auch öfters, also wir gießen unser Wissen öfters in Broschüren, die wir auch mit den Mitgliedern zusammen schreiben. Also zum Beispiel unseren Activist Guide to the Brussels Maze ist eine einfache Anleitung für
ja, ich hasse den Begriff Normalleute, um halt einfach die EU zu erklären und die Gesetzgebungsprozesse zu erklären. Und ja, unsere Mitglieder haben daran auch stark mitgewirkt und den gibt es auch in Deutsch. Ich habe ein paar Exemplare jetzt dabei auf Englisch, wenn ihr daran Interesse habt. Ich glaube, die liegen auch am Ausgang. Ja, unsere letzte Broschüre war, hieß Digital Defenders und zwar ging es da um Privatsphäre für Kids. Die wurde auch mittlerweile in 7 Sprachen übersetzt und in der Türkei und in Lateinamerika gedruckt und an Schulen verteilt und so. Ja, so viel zu EDRI. Bevor wir in die Diskussion gehen, wollte ich noch ganz schnell erklären, wie die Gesetzgebung in der EU so funktioniert. Währenddessen könnt ihr euch ja schon mal überlegen, so, wo die Probleme so liegen und was man, also wie man diese lösen könnte, um einfach, ja, und wie man besser Politik mitgestalten könnte. Also, alles fängt, also meistens fängt der Prozess mit einer öffentlichen Debatte oder einem Ereignis an. Zum Beispiel, als es um die Erneuerung der Datenschutzregeln ging, war die öffentliche Debatte halt die Erkenntnis, dass die Datenschutzrichtlinie von 1995 einfach nicht mehr zeitgemäß war und die Datenschutzregeln angepasst werden müssen ans Internetzeitalter. Dann fängt die politische Debatte in den Institutionen an, bevor die eigentliche legislative Arbeit anfängt. Und die Kommission veröffentlicht in der Zeit ihre Pläne in Roadmaps oder im Arbeitsprogramm. Im Parlament kommt es dann zu Anhörungen oder zu Expertenrunden und ja, oder das Parlament schreibt auch öfters dann mal INI, sogenannte INI-Berichte, Initiativberichte, die nicht bindend sind, aber in denen die Abgeordneten halt der Kommission erklären, was in einem Gesetzesvorschlag stehen sollte. In der Zeit, in der Leiste hier unten, seht ihr, wie EDRI arbeitet. In der Zeit machen wir halt Öffentlichkeitsarbeit hauptsächlich und Pressearbeit. Und dann kommt die Kommission mit sogenannten geeigneten Strategien daher. Und die zuständige Generaldirektion in der Kommission schreibt den Entwurf. Dann gibt es eine interne Konsultationsphase in der Kommission, wo alle anderen Direktionen dann ihren Senf dazu abgeben können. Und die Phase nennt man Inter-Service Consultation. Während der Phase kommt es auch öfters dann mal zu Leaks oder so, weil sich die einzelnen Dienste innerhalb der Kommission gegeneinander halt ausspielen wollen. Und während der Datenschutzreform war das zum Beispiel so, dass dass es gezieltes US-Lobbying gab. Also die Amerikaner haben bei den Generaldirektionen angerufen und dann gesagt, hier in dem geleakten Dings müsste das und das noch verbessert werden, damit das unseren Interessen eher entspricht. Und dadurch kam es halt dann durch mehr negativen Stellungnahmen von anderen Direktionen, genau. Ja, und dann gibt es den Kommissionsvorschlag am Ende der Phase, der Inter-Service Consultation. Und die Kommission arbeitet nach dem Grundsatz der Kollegialität. Also alle Entscheidungen, die getroffen werden, und also sobald ein Vorschlag draußen ist, muss die ganze Kommission komplett dahinter stehen. Und keine Direktion äußert sich mehr gegen einen Vorschlag, zumindest nicht öffentlich. Ja, und sobald der Text draußen ist, fängt halt das Parlament und auch der EU-Rat an zu arbeiten, um Änderungen auszuarbeiten. In der Zeit machen wir halt einfach Advocacy-Arbeit, das heißt, wir treffen uns mit den Leuten und erklären, was so für Veränderungen vorgenommen werden müssen im Text. Und ja, und wir arbeiten eigentlich hauptsächlich mit dem Parlament zusammen, aus 2 Gründen, weil der Prozess im Parlament sehr, sehr viel transparenter ist als in den anderen Institutionen und weil im Parlament einfach die gewählten Vertreter des Volkes sitzen und meistens empfänglicher sind für gesellschaftliche Argumente.
Ja, und nachdem sich die Institutionen dann auf einen Text geeinigt haben, fangen unsere Mitglieder dann an, auf nationaler Ebene Kampagne zu fahren, weil es dann halt darum geht, die EU-Regeln auf nationaler Ebene zu implementieren. Ja, EDRIs Hauptthemen auf EU-Ebene sind im Moment Datenschutz und Privatsphäre mit der General Data Protection Regulation und der E-Privacy-Reform im Moment, privatisierte Rechtsdurchsetzung, Überwachung und grenzüberschreitender Zugang von Behörden zu Daten und die, natürlich auch die Urheberrechtsreform. Ja, und dazu Monitoring? Ja, dazu beobachten wir halt noch andere Sachen und machen halt nicht intensive Lobbyarbeit in den Themen, aber wir schauen halt auch, was da passiert. Und zwar in Handelsabkommen, in der Telekomsreform, in überhaupt Transparenzfragen und in Fragen von Internet Governance. Ja, und das war es auch eigentlich schon. Die Herausforderungen und Schwierigkeiten wollte ich jetzt mit euch eigentlich aufschreiben. Aber bevor wir vielleicht die Diskussion eröffnen, noch eine hätte ich Fragen an Julia und Alex. Jetzt vielleicht zuerst Julia, also du triffst ja bestimmt massenweise Industrielobbyisten, also Leute von von der anderen Seite. Was würdest du sagen, was könnte sich Zivilgesellschaft von denen abschauen? Oder vielleicht auch andersrum gesehen, was sollten wir auf jeden Fall vermeiden? Ja, es ist ja leider ein relativ ungleicher Kampf gewisserweise zwischen Zivilgesellschaft und Unternehmen oder anderen Organisationen, die einfach viel, viel mehr Geld und dementsprechend auch mehr Leute in Brüssel haben. Also ich glaube, was bei EDRI eine große Stärke ist, ist, dass mit relativ wenigen Leuten dann doch viele Themen abdecken kann. Und ich habe den Eindruck, dass das relativ gut funktioniert. Ich glaube, immer dann, wenn die Zivilgesellschaft früh im Gesetzgebungsprozess schon dabei ist und Kontakte und vor allen Dingen auch Vertrauensverhältnisse zu den Leuten aufbaut, ist das extrem hilfreich. Ich glaube, was man sich da vielleicht von anderen noch abschauen kann, ist vielleicht die Nachrichten stärker zu personalisieren. Mhm. Also wenn man zum Beispiel weiß, ich habe eine halbe Stunde mich mit einer bestimmten Abgeordneten oder einem Abgeordneten zu unterhalten. In den allermeisten Fällen ist es ohnehin nicht so, dass die Abgeordneten selber sich intensiv in die Materie, in die Änderungsanträge einarbeiten, sondern dass es dann eher darum geht, sie zu überzeugen, dass man ein vertrauenswürdiger und wichtiger Ansprechpartner ist, damit man danach auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Kontakt halten kann und dann wirklich ins Eingemachte zu gehen. Insofern glaube ich, auf jede halbe Stunde Termin mit Abgeordneten sollte wahrscheinlich mindestens eine Stunde Hintergrundrecherche über diese Person stattfinden, um zu merken, wie die tickt, was interessiert die eigentlich. Weil so ein Thema wie die Urheberrechtsreform kann man ja von ganz verschiedenen Blickwinkeln angehen. Es gibt sehr weit linke Kritiker des Urheberrechts, die sagen, intellektuelles oder geistiges Eigentum ist Diebstahl und deshalb bin ich dagegen. Und es gibt ultraliberale Kritiker des Urheberrechts, die sagen, das Urheberrecht ist ein Monopol, das eigentlich den freien Markt behindert. Und wenn man das nicht weiß, also erstmal, wie die ideologisch drauf sind, ob sie vielleicht aufgrund ihres nationalen Hintergrunds, ihres Berufs, bestimmte Herangehensweisen an ein Thema haben. Was interessiert die Leute? Was ist deren fachlicher Hintergrund? Kann man die Nachrichten natürlich auch nicht auf die zuschneiden. Mhm. Und es gibt zwar glücklicherweise viele Abgeordnete, die sich von Haus aus für Grundrechte interessieren, aber ja, manche halt auch weniger. Und dann ist es vielleicht, also kann man mit einem Wettbewerbsargument oder mit einem Start-up-Förderungsargument möglicherweise weiterkommen. Mhm. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, diese Vorarbeit vor direkten Lobbykontakten mit Abgeordneten zu machen. Okay, also das heißt, man muss früh sein und man muss so persönlich wie möglich agieren. Genau. Man muss wissen, mit wem man spricht und
erklären, warum das für diese Person relevant und interessant ist und wie sie damit vielleicht auch bei ihren Wählerinnen und Wählern Punkte machen können. Das ist natürlich dann auch mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden, den Zivilgesellschaft vielleicht nicht immer so hat. Alex, hast du da vielleicht, siehst du das auch so? Also muss man früh sein, muss man persönlich sein? Und also ich sehe das absolut genauso. Das ist auch, deckt sich auch mit unserer Erfahrung, die wir da täglich machen. Und das wahrscheinlich Schwierigste ist dann vor allen Dingen eben auch dann für eine Zivilgesellschaft dabei zu bleiben. Also manche Gesetzesvorhaben gehen dann halt 5, 6 Jahre. Und so einen Prozess über so eine Strecke zu begleiten, ist natürlich jetzt auch nicht so leicht, weil das oft eben auch mit Rückschlägen einhergeht und man vielleicht dann so ein bisschen deprimiert ist, dass es nicht wirklich vorwärts geht oder dass halt die doch recht logischen Argumente, die man hat, dann doch nicht irgendwie gehört werden. Und hier braucht es dann eben auch so eine kontinuierliche Arbeit, dass man eben nicht nur am Anfang dabei ist, sondern dass man es halt auch wirklich dann durchzieht. Und dafür braucht es eben einfach auch Professionalisierung von Lobbyismus in unserem Bereich, so wie ihr das macht, so wie wir das ein Stück weit eben auch machen. Und viele fangen zum Beispiel in ihrer Studentenzeit an, dann irgendwie sich mit so einem Thema auseinanderzusetzen und dann da eben aktiv zu werden und kommen dann in den Job und haben dann einfach keine Zeit mehr, um dann irgendwie ein paar Stunden am Tag an so einem Thema zu arbeiten und dafür, um solche Leute dann eben auch ein Stück weit aufzufangen und die Arbeit, die sie gemacht haben, eben dann auch weiterführen zu können, braucht es eben einfach Strukturen, die sowas einfach tagtäglich bearbeiten, die dann auch in den Themen drin sind, die dann eben auch, du hast es ja auch schon gesagt, eben sich über Jahre auch eben als Gesprächspartner etabliert haben, wo man dann eben vielleicht nicht mehr unbedingt so eine Stunde Recherche vorher machen muss, weil man dann schon weiß, auf wen man trifft, weil man dann die Leute irgendwann auch mal kennt und sich dadurch auch viel Zeit sparen kann, die dann halt andere Leute vielleicht einfach immer wieder von vornherein anfangen müssten. Deswegen ist es eben wichtig, professionellen Strukturen aufzubauen und die auch weiter auszubauen, wenn man sie einmal hat. Ja. Ich wollte eigentlich schon mal anfangen, hier die Schwierigkeiten, Herausforderungen mitzuschreiben, aber irgendwie, wenn ich aus der Präsentation rausgehe, gibt es da Schwierigkeiten. Papier? Ich wollte das hier eigentlich. Ach so, ja, du hast 2 Monitore. Ja. Mach du mal weiter, ich guck mal, ob ich das hinkriege. Ja, also wir haben ja jetzt schon ein bisschen was gehört. Wollt ihr vielleicht eure Erfahrung teilen? Habt ihr vielleicht schon mal versucht, irgendwie Abgeordnete zu kontaktieren? Oder welche Schwierigkeiten seht ihr insgesamt so, wenn man sich irgendwie da in Brüssel einmischen will? Komm noch. Ist ja noch Platz. Ja. Magst du dich hinsetzen? Kann ich. Bitte schön. Das muss man. Ich habe eigentlich nur 2 konkrete Fragen. Das eine, wie ist denn jetzt der Zeitplan für diese 2 Dinge, die ansteht? Also wann muss man was machen? Weil es gibt ja wahrscheinlich einen bestimmten Zeitplan, der jetzt kommt. Und wann muss die organisierte Zivilgesellschaft da reagieren? Und die zweite Frage ist natürlich sehr oft Zivilgesellschaft versus Wirtschaft. Aber meistens wird es ja interessant, weil Wirtschaft gar nicht so monolithisch ist. Zum Beispiel die Multinationals haben oft nicht die gleichen Interessen wie der Mittelstand. Welche potenziellen Verbündeten in der Wirtschaft siehst du denn bei den beiden Themen jeweils? Bei den 2 Sachen nur, meinst du Urheberrecht und E-Privacy? Und Leistungsschutzrecht. Also okay, die Filter und das Leistungsschutzrecht, ja. Also was den Zeitplan angeht, gibt es, was das Ganze durchaus komplizierter macht, 2 parallele Zeitpläne. Denn im Moment ist es so, das Parlament berät über den Vorschlag und parallel dazu berät der Rat über den Vorschlag. Und beide kann man beeinflussen. Das Parlament, da stimmt der federführende Ausschuss um den 11. Oktober ab. Der genaue Tag kann sich noch verschieben. Das ist zumindest der aktuelle Plan. Allerdings muss man sagen, bevor diese Abstimmung stattfindet, müssen erst noch Kompromisse verhandelt werden. Insofern wäre es ja relativ wenig erfolgreich, 2 Tage vor der Abstimmung mit einer großen Aktion anzufangen. Denn der erste Verhandlungstag zwischen den verschiedenen Fraktionen ist schon der 5. September, das heißt kommenden Dienstag. Aber also die heiße Phase ist dementsprechend von jetzt bis Mitte Oktober. Da ist natürlich große Überschneidung hier mit dem Bundestagswahlkampf. Das kann aber durchaus auch von Vorteil sein, weil man dann vielleicht eher von seinen Abgeordneten auch eine Antwort bekommt, wenn man mit irgendwelchen Anliegen sich an sie wendet. Vor allen Dingen, wenn man sagt, ich bin irgendwie
unentschlossen oder sich an seine, auch an seine Bundestagskandidaten wendet und fragt, wie denn die Partei da agiert. Aber also das ist das Parlament und dort kann man auf der Parlamentswebseite nachschauen, wer in dem federführenden Ausschuss sitzt. Das ist der Rechtsausschuss. Dort werden die Mitglieder über diesen Vorschlag abstimmen. Allerdings hat eben jede dieser Fraktionen einen Verhandlungsführer, angeführt eben vom Axel Voss von der CDU. Und diese jeweiligen Verhandlungsführerinnen und also die Schattenberichterstatter der verschiedenen Fraktionen zu beeinflussen, ist natürlich wesentlich effektiver als einfach nur mehr oder weniger unbeteiligte Abgeordnete anzusprechen. Aber also bis Mitte Oktober ist auf jeden Fall im Parlament da noch nichts entschieden und man kann da noch direkten Einfluss ausüben. Parallel dazu berät der Rat. Der hat jetzt nächste Woche die erste Diskussionsrunde auf Basis dieses Kompromissvorschlages oder der zwei Kompromissvorschläge, die die estnische Ratspräsidentschaft jetzt vorgelegt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die auch bis Oktober zu einer gemeinsamen Position kommen werden. Die estnische Ratspräsidentschaft selber sagt, sie sind sich noch nicht mal sicher, ob sie es bis zum Ende ihrer Ratspräsidentschaft, das heißt bis Dezember, schaffen. Das bedeutet, beim Rat ist das Zeitfenster für die Beeinflussung noch größer. Und da kann man sich halt jetzt bei Deutschland überlegen, also letzten Endes entscheiden, was die deutsche Position im Rat sein wird, in der heißen Phase wird nach der Bundestagswahl sein. Das heißt also, eine sinnvolle Strategie wäre da jetzt, die Bundestagsparteien zu fragen im Wahlkampf, wenn ihr denn an die Regierung kommt, wie plant ihr euch im Rat zu verhalten? Denn diese Entscheidung wird mit großer Sicherheit nach der Bundestagswahl getroffen. Die Verbündeten in der Wirtschaft, das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Also ich glaube, dass es vor allen Dingen im Bereich Mittelstand und Internet-Startups extrem viele Verbündete gibt. Einfach deshalb, weil diese Regelungen mit YouTube und Google News und so weiter im Hinterkopf formuliert werden und man denkt, okay, wir können jetzt die europäische Kulturwirtschaft stärken, indem wir denen Steine in den Weg legen und denken dabei nicht mit, dass es natürlich auch europäische Konkurrenz zu diesen Unternehmen gibt, die viel kleiner sind und die mit solchen Anforderungen wie plötzlich Filter zu entwickeln noch viel größere Probleme haben. Deshalb gibt es also zum Beispiel den Startup-Lobbyverband Allied for Startups. Ich bin sogar auch schon vom CDU-nahen Mittelstandsverband SME Europe im Europaparlament zu Frühstücksdebatten eingeladen worden, um irgendwie meine Sicht auf die Dinge darzulegen. Das heißt, es gibt sogar auch unter den mittelstandsfreundlichen Konservativen da gewisse Anknüpfungspunkte. Schwieriger ist es irgendwie mit großen Internetunternehmen und deren Dachverbänden, weil die ja oftmals irgendwie so eine, ja, für die ist es in gewisser Weise ein zweischneidiges Ding. Also ich glaube zwar auch nicht, dass Google, Facebook, Microsoft und Co. große Fans von diesem Vorschlag sind, aber letzten Endes sind es auch die Unternehmen, die wahrscheinlich am wenigsten darunter leiden werden, wenn es tatsächlich so kommt. Und insofern muss man sich dann halt immer überlegen, was tatsächlich letzten Endes deren Motivation ist. Es gibt aber den Versuch, die verschiedenen Akteure an einen Tisch zu bringen. Zum Beispiel Copyright for Creativity ist da ein sehr gutes Beispiel. Da sitzen zivilgesellschaftliche Organisationen, da sitzen progressive Vertreter von Künstlern, also Music Managers Forum zum Beispiel, und da sitzen auch Unternehmen mit am Tisch, die eben gemeinsam für eine progressive Urheberrechtsreform sich einsetzen. Okay, vielleicht zurück zu den Herausforderungen und Schwierigkeiten, die ihr so seht. John? Ja, okay, ich setze mich auch mal nach vorne. Es war ja ein bisschen geplant, auch über die abstrakte, also Christian hat jetzt ja über sehr konkrete Vorhaben gesprochen. Mein Interesse wäre auch zu wissen, in Brüssel gibt es diesen Fetisch der evidenzbasierten Politik. Also es gibt viele Kreise in Brüssel, gerade die technokratisch ausgerichteten, die alles glauben, auf evidenzbasierten Grundlagen entscheiden zu können, auch gerade in der Kommission. Und es gibt eben diese Wirtschaftslastigkeit, die Christian auch schon genannt hat. Wir haben also neulich beispielsweise, plötzlich flogen die Türen auf,
als wir auf die Idee kamen, Panoramafreiheit mit selbstlernenden Fahrzeugen zu verbinden und der Tatsache, dass es eine Rolle spielen könnte für das autonome Fahren in Europa, ob man Panoramafreiheit hat oder nicht. Meine Frage ist, wie kann man denn als Zivilgesellschaft mehr, entweder mehr Evidenz produzieren, die man dann einsetzen kann, also wieder Ressourcenfrage wahrscheinlich, oder wie kann man diese Allianzen mit den Wirtschaftsverbänden oder Playern, die eben eine andere Meinung haben als die Hardliner vielleicht, wie kann man diese Verbindung besser knüpfen? Ich weiß nicht, habt ihr da Ideen oder woran liegt das denn immer, dass man da nicht so gut reinkommt in diese Zirkel? Also ja, ich glaube, es sind zwei Punkte. Das eine ist Framing und das andere ist tatsächlich Evidenz produzieren. Framing, was ja letzten Endes die Sache mit dem selbstfahrenden Auto und Panoramafreiheit ist super wichtig. Also wenn man nicht klar machen kann, warum das für die Leute relevant ist und für die Kommission zählen halt praktisch nur wirtschaftliche Argumente, dann kommt man nicht weiter. Das gilt für die Kommission genauso wie für die Abgeordneten. Das mit dem Evidenz produzieren, weshalb ich darüber ein bisschen lache, ist, weil da die Kulturindustrie wirklich extrem gut ist. Also die haben teilweise Bullshit-Studien produziert, wo sie halt sagen, irgendwie die Kulturindustrie, die haben so und so viele Millionen an Arbeitsplätzen geschaffen, und wenn man da reinguckt, dann sieht man, das sind irgendwie die Leute, die bei McDonald's Burger braten, weil McDonald's irgendwie die Marke so viel wert ist. Ist das jetzt irgendwie ein Job, den das Markenrecht geschaffen hat und so. Und ich weiß nicht, also ich finde es halt irgendwie unethisch, wenn jetzt die Zivilgesellschaft anfangen würde, Evidenz zu produzieren, weil ich glaube, wir haben die Fakten auf unserer Seite. Es gibt meistens Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die diese Fragen schon beantwortet haben, also wenn sie sich beantworten lassen. Es gibt sicherlich auch irgendwie ethische Fragen, die sich da nicht beantworten. Ich meinte auch nicht Evidenz fabrizieren, ich meinte schon Evidenz, tatsächlich. Okay, ja. Ja, ich also, das auch da, so verstanden. Ja, also, ich glaube, es ist wichtig, klar, also irgendwie, wir versuchen auch daran zu arbeiten, irgendwie die Wissenschaft mehr dazu zu bringen, von sich aus proaktiv ihre Ergebnisse an die Politik zu kommunizieren. Ja. Weil oftmals wissen wir halt überhaupt nicht, was es alles an toller Evidenz da draußen gibt, die vielleicht eure Argumente unterstützen würde. Also unser Netzwerk, in unserem Netzwerk gibt es ja auch ziemlich viele Überschneidungen zwischen Aktivisten und Akademikern, und da findet natürlich auch schon ein Austausch statt. Und ja, also es gibt schon ziemlich viele Studien, wie Julia sagte, die einfach der Kommission irgendwie hilfreich sein könnten. Und wenn man nochmal kurz als Anschluss, die Stärke beispielsweise von den Wikimedia-Projekten ist, also da komme ich her, deswegen rede ich da immer drüber, die ist natürlich diese verteilte Community oder die Community-Basiertheit. Gibt es irgendeine Rolle für Community-basiertes Lobbying tatsächlich? Also für, dass man da eine Stärke ausspielt, die vielleicht ein Industrieverband gar nicht hat, weil er keine Community hat in dem Sinne, sondern nur Stakeholder in Form von Firmen. Also gibt es da Möglichkeiten vielleicht, dass man da mehr in diese Richtung geht, oder ist das unrealistisch? Ja, also ja. Ja, jetzt ja. Okay, ja, ich denke schon, also zum Beispiel bei den Konsultationsverfahren der Kommission wäre es total gut, wenn da so eine Community dann mit ein paar tausend Leuten auf einmal ihre Eingaben damit reinwirft, weil das machen die Wirtschaftsvertreter im Großen und Ganzen genauso, indem die halt ihren Dachverband, ihre Firmen und noch die Praktikanten da halt irgendwas schreiben lassen. Also das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich das Aufdecken von solchen Studien, wie du sie erwähnt hast, also dass man dem einfach Transparenz gegenüberstellt, also Schwachsinnsstudien einfach entsprechend auseinandernimmt, die Leute damit auch ein Stück weit bloßstellt. Und vielleicht noch eine Anmerkung zu diesen evidenzbasierten Sachen, das mag vielleicht da in dem Bereich so sein, aber also zum Beispiel die Terrorrichtlinie wurde gleich ganz ohne Impact Assessment auf den Weg gebracht, und gerade so im Sicherheitsbereich gibt es eigentlich überhaupt keine evidenzbasierte Sicherheitspolitik, sondern nur so eine Art esoterischer Voodoo, und von daher kommt das auch immer auf den Politikbereich an, wie da die Kommission eben reagiert und auf was für Formen von Argumenten sie reagiert. Was auch ganz gut sich etabliert hat, ist so diese Notifizierungsverfahren ein Stück weit zu nutzen, also einfach so Formalkram, also dass man eben, wenn die Bundesregierung zum Beispiel eben ein Gesetz auf den Weg bringt, was dann halt von der EU notifiziert werden muss, dass man dort nochmal eine Eingabe an die EU macht und sagt, hey, das widerspricht gegen EU-Recht, da reagiert sie auch ein Stück weit drauf. Also es gibt so verschiedene Wege,
die wir durchaus nutzen können und wo halt auch Communities immer wieder sinnvoll sind, wenn sie dann eben halt mit einer Masse auch nochmal ein Argument eben in eine bestimmte Richtung schieben können. Ja, ich glaube, noch ein Vorteil von Community gegenüber klassischen Lobbyfirmen ist auch, also jetzt von der Masse abgesehen, Diversität vor allen Dingen, was Sprachen angeht. Also ich sehe das immer wieder beim Lobbying im Europaparlament, dass Leute, die in der Lage sind, Abgeordnete in ihrer Muttersprache anzusprechen, viel, viel erfolgreicher sind, weil man ist sonst nie sicher, ob die Nachricht in der Tiefe tatsächlich verstanden wurde. Und ich glaube, was Communities wie Wikimedia eben extrem gut machen können, ist gezielt auch nach Freiwilligen aus bestimmten Ländern zu suchen oder die ein bestimmtes Sprachenprofil haben und damit auf Abgeordnete zuzugehen. Weil ich glaube, es gibt viele zivilgesellschaftliche Akteure, für die die Abgeordneten grundsätzlich Sympathien haben. Also das können auch zum Beispiel Bibliotheken sein. Es gibt jetzt wenige, die sagen, irgendwie Bibliotheken müssen abgeschafft werden oder so. Aber die werden sich wahrscheinlich eher mit der Bibliothek aus ihrem eigenen Wahlkreis treffen oder zumindest mal aus ihrem eigenen Land. Und wahrscheinlich werden die sich auch eher mit einem Wikipedianer aus ihrem eigenen Land unterhalten. Und die Unterhaltung ist dann wahrscheinlich auch wesentlich fruchtbarer, weil sie verstanden haben, was gesagt wurde. So trivial das ist, aber mit Englisch kommt man halt nicht immer so weit, wie man das glaubt. Vielleicht noch eine Sache. Wir haben uns jetzt ziemlich aufs Parlament konzentriert, aber Julia meinte ja eben schon, dass der EU-Rat ein ziemlich schwarzes Loch ist. Und da haben wir halt im Moment noch die Probleme, zum einen, weil es halt weniger Transparenz gibt im EU-Rat und wir überhaupt nicht verstehen, was da überhaupt abläuft. Da irgendwie aktiver zu werden. Seht ihr da irgendwelche Lösungen oder Ansatzpunkte, wie man das verbessern könnte und im EU-Rat halt ein bisschen mehr Wumms haben könnte? Ja, Leaks sind da extrem hilfreich. Also auch die estnische Ratspräsidentschaftsposition, die nächste Woche diskutiert werden soll, die kennen wir ja auch nur, weil sie geleakt ist. Und ich könnte, also gerade bei solchen kontroversen Themen wie dem Urheberrecht sind sich halt die Mitgliedstaaten untereinander auch gar nicht einig. Das heißt, als erster Schritt für eine Advocacy-Organisation wie ETRI ist es super wichtig, unter den freundlich gesinnten Perm-Reps, also den Vertretungen der nationalen Regierungen, persönliche Kontakte zu haben, damit man möglicherweise auch mal so ein Leak bekommt oder gezielt lancieren kann. Und dadurch eben diese Debatten, die hinter verschlossenen Türen stattfinden, in die Öffentlichkeit bringt. Mhm. Weil natürlich ist es theoretisch möglich, das zu einem medialen Thema zu machen, wenn man sagt, die Bundesregierung sagt in Berlin das eine, tut aber in Brüssel das andere. Nur damit man das tun kann, braucht man halt den Zugang zu diesen Dokumenten oder zumindest gesicherte Aussagen darüber, was dort passiert. Mhm. Dann kann man da entsprechend Druck ausüben, gerade wenn halt im Moment Wahlkampf ist. Ich denke, solche Dinge wie, also Kampagnen, die teilweise gut funktioniert haben, wo man Abgeordnete angerufen hat oder denen E-Mails geschickt hat, das wird wahrscheinlich beim Rat in der Form 1:1 nicht funktionieren. Allerdings habe ich auch schon von Ministerien gehört, dass die sagen, wir kriegen viel zu wenig Eingaben von der Zivilgesellschaft, also allein überhaupt Argumente bei Konsultationen, also nationale Ministerien machen ja auch Konsultationen und da gibt es einfach viel zu wenige zivilgesellschaftliche Organisationen, die einfach Horden von wirtschaftlichen Vertretern gegenüberstehen. Alex noch? Ja, also vielleicht auch zur Ergänzung, also wie gesagt, ich denke, man muss dann vor allen Dingen in den Mitgliedstaaten die Ministerien lobbyieren und da halt versuchen, Kontakte zu den Mitarbeitern in den Ministerien, die dann halt eben nach Brüssel fahren und dort auch verhandeln für die Nationalstaaten, aufbauen. Das dauert noch länger, als so einen Kontakt zu diesen Abgeordneten aufzubauen, weil die natürlich ein Interesse haben, irgendwie wiedergewählt zu werden, währenddessen so Ministeriensmitarbeiter, denen das jetzt erstmal relativ egal ist. Und dann kommt es auch nochmal aufs Ministerium eben drauf an, mit dem man da so in Kontakt steht, wie wohlgesonnen die einem sozusagen sind. Und bei den manchen geht es halt eben schneller, bei manchen dauert es länger. Aber das sind grundsätzlich eben Informationsquellen. Und dann muss man eben natürlich auch versuchen, dann halt eben seine Regierung halt in irgendeiner Art und Weise zu schubsen. Das ist natürlich auch immer relativ schwierig. Und man sollte da aber auch nicht vergessen, dass dann halt eben diese
Macht der Mitgliedstaaten oder der Regierung nur in den Rat reinwirkt, sondern eben auch ins Parlament. Also es wird natürlich eben dann auch ein FDP-Abgeordneter von einem FDP-Minister sicherlich bei bestimmten Abstimmungen auch mal empfohlen, wenn er denn seine Karriere irgendwie fortsetzen möchte, bestimmte Dossiers halt in eine andere Richtung zu schieben, als dass er das bisher gemacht hat. Und das ist natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig transparent, aber findet eben trotzdem statt. Also von daher sind Mitgliedstaaten nicht nur für den Rat wichtig, sondern eigentlich diese Regierung für die komplette EU-Politik halt durchaus entscheidend und aber schwierig zu lobbyieren. Ja. Okay, ja, ich glaube, wir haben jetzt noch 2 Minuten. Also ich habe ein bisschen was mitgeschrieben. Bei den Herausforderungen haben wir jetzt nicht so viel, aber ich glaube, die sind offensichtlich. Es fehlt Transparenz teilweise, es fehlen die Ressourcen, beziehungsweise Industrie, die haben einfach viel mehr Geld und viel mehr Leute, um die Leute in Brüssel zu beackern. Und bei den Lösungsvorschlägen habe ich auch mitgeschrieben. Ich kann das nachher alles noch irgendwie twittern und hochladen und Ich hätte da noch eine Frage und zwar auf nationale Konsultationen antworten. Ich habe in meinem Leben noch keine Konsultation mitbekommen. Es befinden tatsächlich relativ viele statt, die in allen möglichen Bereichen irgendwo rumgurken. Das sind dann aber meistens eben, also wir werden jetzt auch nicht zu jeder eingeladen, so, wir müssen da auch aktiv suchen. Mittlerweile werden wir bei manchen dann eben aktiv eingeladen und das sind dann halt eben auch, was weiß ich, die Bundesnetzagentur, die dann halt eben sich Expertenmeinungen anhört, wie jetzt die Netzneutralitätsregeln umgesetzt werden sollen in nationales Recht, was dann durchaus eben entscheidend ist, wie dann eben dieses Gesetz zu lesen ist, was so schwammig ist. Und da sitzen dann halt eben 30 Telcos und 2 Zivilgesellschaftsorganisationen. Das Problem ist, dass man da als Individualperson jetzt in dem Sinne gar nicht auch so wirklich rankommt, sondern dass sich das eben immer an Organisation in welcher Form auch immer eben vorwiegend wendet und das jetzt nicht so ist, wie wir das von der EU-Kommission kennen, die dann halt einfach, weiß ich nicht, im Monat 20 solche Dinge anstatt bringt, wo dann jeder auch in seiner Landessprache relativ simpel teilnehmen kann. Also es ist in Deutschland schon ein bisschen komplizierter, aber auch deswegen ist es halt eben wichtig, dass halt eben es eine institutionalisierte Zivilgesellschaft gibt, die eben nicht nur so Hobby-Lobby-mäßig mal irgendwo ein paar E-Mails hinschreibt, sondern wo dann halt eben Leute kontinuierlich auch eben durch Vereinsform oder ähnliches, wie auch immer geartet ist, halt eben angesprochen werden können, um dann eben da die Stimme der Zivilgesellschaft auch ein Stück weit zu vertreten. Also lohnt sich das schon, in nationalen NGOs Mitglied zu werden oder die zu unterstützen, damit die auch gestärkt werden, um dann halt über Ecke dann den EU-Rat quasi zu beackern? Ja, nicht nur den EU-Rat, sondern eben vor allen Dingen dann auch die Umsetzung von den Gesetzen. Also oft sind es ja Richtlinien oder eben irgendwelche, gibt Ausnahmeregelungen, weiß der Geier. Also da wird dann irgendwie gesagt, wir haben ein tolles europäisches Datenschutzrecht auf den Weg gebracht und dann kommt die Bundesregierung und schafft irgendwelche Ausnahmeregelungen, die dem komplett widersprechen und dafür braucht es dann einfach die nationalen NGOs, weil das könnt ihr dann auch gar nicht mehr so wirklich verfolgen. Genau. Liegt auch ein Stück weit eben an der Sprache und deswegen ist es wichtig, dann in den jeweiligen Mitgliedstaaten mindestens eine Organisation zu haben, wenn nicht gar mehr, die sich dann eben damit auseinandersetzen und das dann auch eben auf allen Ebenen einfach verfolgen. Also so wie du den Prozess vorhin gezeigt hast, wie er anfängt, dass es eben eine öffentliche Debatte gibt und das dann irgendwann mal bei den Mitgliedstaaten hinten rausfällt, dann muss dann eben auch noch jemand da sein und sich das angucken. Auch zu dem Punkt, also ich glaube, weshalb es auch extrem sinnvoll ist, wenn man sich in dem Bereich engagieren will, sich einer NGO anzuschließen, ist, es nehmen bei weitem nicht alle NGOs an allen Konsultationen teil, die das könnten. Also ich weiß nicht, wer von euch, Wikimedia, EDRI und so weiter, an der Konsultation zur Datenbankrichtlinie teilgenommen hat. Hoffentlich alle, aber wahrscheinlich auch nicht alle EDRI-Mitglieder. Das Ding ist halt, also es ist ja oft so eine NGO, man ist sich inhaltlich relativ einig, aber das heißt noch lange nicht, dass man die Manpower hat, auch wirklich überall teilzunehmen, wo man das könnte. Das heißt, ehe du dich hinsetzt und als Privatperson so eine Eingabe schreibst, kannst du natürlich auch deine NGO fragen, hey, ich habe hier eine Eingabe geschrieben, kann ich die im Namen der NGO einreichen als Mitglied? Und dann gucken die sich die vielleicht an und sagen, ja, das stimmt mit dem überein, was wir denken und wir hätten nicht die Zeit gehabt, das selber zu schreiben. Also auf die Art und Weise kann man halt auch die eigene Meinung einfach mal multiplizieren, weil das interessiert dann das Ministerium oder die Kommission auch mehr, was eine Organisation zu sagen hat als eine Privatperson. Ja, auf jeden Fall.
Und andersrum macht also EDRI auch, wir schreiben natürlich auch sehr, sehr oft unsere eigenen Antworten auf Konsultationen und des Öfteren stellen wir dann auch Anleitungen quasi für andere Leute online, um einfach die Leute dazu ermuntern, einfacher auf Konsultationen zu antworten. Und genauso kann man das dann halt auch umdrehen, weil die Kommission sich ab und zu auch mal einfach nur die Quantität der Antworten anschaut. Ja, genau. Also das heißt, wenn total viele Leute eine gute Sache unterstützen, dann sind die vielleicht... Panoramafreiheit. Ja, okay, ja. Ja. Aber immer. Manchmal bringt es halt was, wenn mehr Leute darauf antworten, auf jeden Fall. So, meine Lieben, leider muss ich den Talk jetzt schließen.